Für die Aktienmärkte der USA vor allem ging es fast 5% nach oben. Aber dennoch, der Crash ist wahrscheinlich nicht vorbei, wenn sich das wiederholt, was sich eigentlich in der Vergangenheit in der Börsengeschichte immer wieder gezeigt hat. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf das, was heute zu erwarten ist. Zunächst mal gestern ja diese fulminante Rallye. Wir haben hier verschiedene Hoffnungsmotive gesehen. Man hat sich gesagt, ja Mensch, der Trump, der hat sich mit Senatoren getroffen. Da gibt es ja doch wirklich schon fast eine Einigung zwischen US-Republikanern und US-Demokraten. Da haben sich dann auch einige Herrschaften geäußert, wie Mnuchin, der telefoniert hat mit Paul und anderen FED-Mitgliedern, oder auch Herrschaften von der SEC, also der Börsenaufsicht, und anderen wichtigen Behörden in den USA. Es war jedenfalls das Muster, das wir eigentlich immer nach einem schwarzen Montag sehen. Hier ist nochmal eine Zusammenfassung, was da in den letzten Jahren seit 1955 passiert ist. Durchschnittlich ging es 4,2% nach oben. Gestern war es knapp über Durchschnitt, so 4,8, 4,9, je nach Index. Nur der Russell 2000, dieser Nebenwerteindex, in dem viele hochverschuldete Unternehmen sind, der hatte deutlich weniger zugelegt. Also wir sehen, dass das, was da passiert ist, nicht so fürchterlich ungewöhnlich ist. Nun ist es eben so, dass das Problem vielleicht für die Märkte ist, dass diese Muster sich immer wiederholen. Und in der Vergangenheit, in der Börsengeschichte, war es so, dass da die Boden, die Tiefs noch nicht erreicht waren. Es ging dann in den nächsten Tagen und Wochen noch weiter nach unten. Schauen wir uns mal diese Grafik an, die ich Ihnen hier zeige, von Liz Ann Saunders. Die sagte, von den 20 größten Anstiegen beim S&P 500 passierten 15, also praktisch drei Viertel, in einem Bärenmarkt. Das ist also eher kein gutes Zeichen, wenn wir wieder so etwas gesehen haben wie gestern. Es gab ja davor schon mal einen Tag mit einem massiven Anstieg, aber es sind Bärenmarkt-Rallies, sehr wahrscheinlich Bärenmarkt-Rallies zunächst mal. Und das bedeutet, wir werden weitere Tiefs sehen oder tiefere Tiefs sehen mit der durchschnittlichen oder mit dem, was normalerweise zu erwarten ist, ist die ganze Geschichte noch nicht vorbei, ist der Crash, wenn man ihn denn so bezeichnen kann, noch nicht vorbei. Wir sehen jetzt auch hier mal eine interessante Grafik. Wann wird es ungemütlich? Wann ist eigentlich der Tipping Point? Wann ist der Punkt, wo die Sache umschlägt? Und auch im Business Cycle, im Zyklus der Geschäfte. Hier hat zum Beispiel Kevin Smith gezeigt von Crescent Capital, dass es nicht die erste Zinssenkung durch die FED ist, sondern dass es die erste 0,5er Zinssenkung durch die FED ist, die hier relevant ist. Hier ging es dann eigentlich immer nach unten mit den Märkten und dem Business Cycle. Das war sozusagen dann das Signal, jetzt kommt die Rezession, wenn die FED gezwungen ist, ein halbes Prozent zu senken. Schauen wir uns mal die Performance an verschiedener Sektoren. Hier sehen wir etwa in den USA Consumer Staples noch am besten seit dem Allzeithoch, das wir an den Märkten erreicht haben. Da ist man nur bei minus 6%. Wir sind Healthcare, minus 8,5%. Utilities, also Versorger, minus 9%. Alles defensive Sektoren. Wir sind Industrials, minus 18%. Financials, minus 22,5%. Und vor allem Energie, minus 35% Energie. Die High Yield Bonds, die hohen Schulden in diesem Sektor. Der einbrechende Ölpreis, der die Cashflows praktisch zum Erliegen bringt, das ist sozusagen das große Thema. Ich hatte gestern dem Marktgeflüster oder im Marktgeflüster eben getitelt, es sind die Schulden, um die es geht, um die High-Yield-Bonds. Auch das wird heute wieder ein großes Thema werden. Wir sehen heute negative US-Futures. Nachdem es gestern stark nach oben gegangen ist, geht es heute wieder nach unten, nach aktueller Indikation. Wir sehen die Charts gleich. Warum? Aus zwei Gründen. Der erste ist dieser hier. Die Trump-Administration hat ja viel Hoffnung geschürt, aber dann gestern in einer Pressekonferenz nichts Konkretes. Ja, wir werden in der näheren Zukunft irgendwie mal was bekannt geben. Das hat die Aktienmärkte natürlich enttäuscht. Das ist der eine Punkt. Man will jetzt möglicherweise zunächst mal einen Tax Holiday machen, also praktisch die Fristen verschieben, bei der die oder in denen die Amerikaner ihre Steuererklärung abgeben müssen. Das ist normal der 15. April, also gar nicht mehr weit hin. Das will man jetzt verschieben. Trump will erstmal eigentlich die Steuern aussetzen. Über das Defizit im Budget macht er sich dann eher weniger Sorgen. Jedenfalls ist der zweite Grund für den heutigen Abverkauf eben, oder für den asiatischen Abverkauf, wo wir den Nikkei knapp 3% im Minus sehen, dass hier die Coronavirus-Geschichte immer virulenter wird. Jetzt ist die britische Gesundheitsministerin erkrankt, Nadine Dorries.
Das bringt nochmal die ganze Geschichte sehr plastisch auf den Punkt. Das sind Menschen, die man aus den Medien kennt, vor allem die Briten kennen sie. Es ist ja schon der französische Kulturminister Coronavirus positiv getestet worden, aber jetzt sagt sich der Amerikaner, gut, ein Kulturminister und gerade ein französischer, dass der irgendwie infektiös ist, ist normal, ja, aber die britische Gesundheitsministerin nicht normal, das ist das, was die Leute besorgt. Wir sehen die Fälle in Südkorea wieder stark ansteigend, nachdem ein Callcenter dort praktisch fast kollektiv infiziert ist. Wir haben in Deutschland weit über tausende Fälle. Wir haben in Japan jetzt den größten Anstieg gesehen. Es werden Veranstaltungen abgesagt wie das Coachella Valley Music and Arts Festival. Da kommen täglich über 100.000 Leute. Wir sehen, dass hier zwei neue Tote in Washington State in den USA sind. Also es geht diese ganze Geschichte eigentlich ungebrochen weiter. Es gibt hier noch keine wirkliche Indikation, dass das vorbei ist. Schauen wir uns mal hier folgende Grafik an, der Bank of America. Hier sagt man, das ist jetzt entscheidend, was Italien tut. Da werden wir sehr viel sehen, was sozusagen nötig ist, um so etwas einzugrenzen, welche Opfer nötig sind, das einzugrenzen. Hier sehen wir die neuen Fälle in Italien und hier sehen wir die neuen Fälle in der Welt ohne China und Italien. China sagt, wir sind so gut wie durch. Wer es glaubt, kann man glauben, muss man nicht glauben, jedenfalls. Nochmal zurück zu den Märkten. Hier sehen wir das, was passiert ist, etwa beim Dow Jones. Und es ist im Prinzip der gesamte Gewinn seit dem Januar 2019, also seit über einem Jahr, ausgepreist worden. Und gab es in dieser Spanne natürlich einige, die gekauft haben. Und hier sagt Sven Henrik, ja, das ist praktisch eine Art Massenvernichtung, die da passiert, weil die Leute, anders als in diesem herben Abverkauf zwischen Oktober und Dezember 2018, dem letzten großen Move nach unten, damals war es ja so, dass im Oktober es schon nach unten ging, im November ging was nach oben, dann im Dezember nochmal der heftige Abverkauf aus Sorgen um Bilanzreduzierung der Fed, Autopilote, Zinsanhebungen etc. Aber damals hatten die Leute mehr Zeit, das ging jetzt sehr, sehr schnell und da sitzen noch einige Pensionskassen, Leute in ETFs und, da werden also viele noch das Potenzial haben, möglicherweise zu verkaufen. Wir haben also, wie ich vorhin sagte, negative Charts. Hier sehen wir nochmal das Hurra von gestern und schauen uns jetzt mal an, was heute zu erwarten ist. Hier sehen wir den Dow Jones, der gestern nochmal die 25.000er Marke erreicht hat. Wie gesagt, sind zwei Gründe, Coronavirus und jetzt diese, naja, doch sehr vage, sehr windelweiche Erklärung der Trump-Administration, die jetzt im asiatischen Handel die Kurse nach unten bringen. Hier, wie gesagt, der Dow Jones, wenn wir uns den mal auf 4-Stunden-Basis anschauen, dann sehen wir, dass wir hier doch eine saubere Top-Formation gemacht haben im Bereich 25.000, das gestrige Tagestief. Da waren wir gestern Vormittag ja gewesen auf Future-Basis, sind dann praktisch im Handelsschluss da rausgekommen. Aber jetzt eben sehen wir, dass die Kurse hier deutlich wegbrechen. Noch ein Blick auf den S&P 500, der gestern dann die 2880 angesteuert hat als Schlusskurs. Auch hier ein Doppeltop im Prinzip. Und jetzt unter der 2800er Marke. Was wird der DAX aus der ganzen Geschichte zaubern? Da sind wir bei 10.453. Da ist überhaupt nichts an grünen Kerzen oder an positiven Kerzen. In letzter Zeit erkennen wir hier mal über der 12.000 nochmal der Versuch. Aber da ist wenig Gegenwehr. Auch das vielleicht ein Frühindikator. Sorry, hier wollte ich den Euro-Dollar. Ein Frühindikator dafür, dass es möglicherweise ein bisschen übertrieben ist mit der Party da an der Wall Street. 1,1357 die Gemeinschaftswährung. Wir sehen Gold bei 1600 knapp 63 und das amerikanische Crude Oil bei 35 Dollar. Ist ziemlich exakt. Also, wenn die Börsengeschichte nicht täuscht, wenn sich Muster wiederholen, die sich eigentlich immer wieder wiederholen, weil der Mensch in ähnlichen Situationen ähnlich handelt und weil der Mensch, oder was man lernen kann aus der Geschichte, ist, dass der Mensch nichts lernt, dass also die Dinge sich wiederholen, dass viele jetzt glauben, naja, super, jetzt haben wir eine Rallye von 4-5% gehabt, damit ist jetzt die Geschichte vorbei. Unwahrscheinlich, nicht ausgeschlossen, aber eben unwahrscheinlich. Der Crash ist wahrscheinlich noch nicht vorbei, wir werden neue Tiefs sehen, die Wahrscheinlichkeit dafür ist hoch. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag. Wollte Ihnen noch sagen, dass Joe Biden sich wohl durchsetzt bei den Demokratenwahlen. Sanders überlegt wohl, seine Kandidatur zurückzuziehen. Die Märkte müssten das eigentlich feiern, tun es aber nicht. Aber vielleicht ist das bei zweiten Hinsehen gar nicht so gut, denn Joe Biden muss ja die linke Fraktion irgendwie einbinden. Vielleicht kommt da jemand dann mit an Bord, wie Sanders, wie Elizabeth Warren, zum Beispiel als Wirtschaftsministerin.
Das könnte die ganze Geschichte dann schwierig machen. Schauen wir mal in der Semmelshow weiter. Ich sage jetzt Servus und Ciao.